Also, wie schon angekündigt, jetzt will ich etwas sagen über die herrliche Hoffnung der Wiederkunft Jesu. Es ist sehr interessant und hilft sehr viel zu studieren oder die ersten Christen anzuschauen von Apostelgeschichte und dann von den Briefen und das zu vergleichen mit dem, was wir heute haben und eine Frage zu stellen. Was hatten die damals, was wir heute nicht haben? Da lernen wir unseren Zustand kennen. Was war damals für die wichtig und wie sieht das heute bei uns aus? Und eins der Merkmale, es gibt eine ganze Reihe von Merkmalen, ich habe schon gesagt, da war Jüngerschaft Standard. Gibt es fast heute nicht, aber jetzt fängt es an, Halleluja. Ja. Und eins der Merkmale, eins der Dinge, was sie hatten, was wir heute fast nirgendwo finden, ist die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Das war wirklich ein herausragendes Merkmal. Ja, ich lese hier nur mal eine Schriftstelle und im Konzept findest du dann auch 12 andere, die nur von der Erwartung der Gläubigen sprechen an die, in Bezug auf die Wiederkunft Jesu. Und ich sagte ja schon, dieses Konzept, das bekommt ihr dann, brauchst also diese 12 Schriftstellen, die ich auch nicht lesen kann jetzt, nicht mitschreiben. Aber hier haben wir Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Und viele, viele Schriftstellen reden davon. Ach komm, lesen wir noch eine. Seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Jesus aus den Himmeln zu erwarten. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du so eine Gebetsnacht aufmerksam mitmachst oder einen Gebetsabend oder so, dieser Schrei, komm Herr Jesus, komm, ist fast nicht da. Der kommt nicht vor. Es gibt auch ganz wenige Lieder, die diese Erwartung ausdrücken. Und es gibt sehr, sehr wenige Predigten, die handeln von der Wiederkunft Jesu. Also etwas, was für Gott das Allerwichtigste ist, ist bei uns irgendwo so auf Platz 12 oder so. Und das zeigt einfach, wie weit wir weg sind vom Herzen Gottes. Gott will unbedingt Jesus zurückbringen auf diese Erde. Und zwar nicht als Baby in Bethlehem, sondern als herrlichen König, der die Regentschaft übernimmt, der die größte Revolution in der Geschichte der Menschheit veranstalten wird. Im Moment haben wir so 220 Staaten, Regierungen und Jesus wird kommen und wird alle Regierungen gewaltsam absetzen. Das ist Revolution. Wow. Und er wird eine neue Ära einleiten und er wird seine Herrschaft auf Erden aufrichten. Und wir als Gemeinde, wir haben diese Aufgabe, die Wiederkunft Jesu zu erwarten und zu beschleunigen. Das ist, was Petrus sagt. Das ist unsere Aufgabe, die Wiederkunft Jesu zu erwarten und zu beschleunigen. Und das findest du in 2. Petrus Kapitel 3. Die Wiederkunft Jesu erwarten und beschleunigen. Durch die Gemeinde, durch das Gebet, durch die sehnsuchtsvolle Erwartung wird das Kommen Jesu beschleunigt. Das ist unsere höchste und größte Aufgabe. Nicht den Kinderdienst zu organisieren oder zu gucken, wie der Putzplan ausgefüllt wird, sondern Jesus muss wiederkommen. Und alle anderen Aktivitäten, Kinderdienst ist wichtig, Putzplan muss auch sein, aber alle diese Aktivitäten dienen einem Ziel. Wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir die Jünger lehren, wenn wir uns um die Alten kümmern, wenn wir die Ehepaare trainieren und was immer wir tun, das dient alles einem Ziel. Das Level der Heiligkeit in der Gemeinde soll angehoben werden und damit wird unsere Kooperationsmöglichkeit mit dem Heiligen Geist sich enorm steigern. Und unsere Gebete kriegen mehr Power und werden effektiver werden.
Um das geht es. Und das muss verkündigt werden, das muss in uns leben. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Erwartungshaltung kultiviert wird. Das kommt nicht einfach von alleine. Ja, ich weiß, Jesus kommt wieder. Das reicht nicht aus, sondern wir sehen ja in Offenbarung am Ende, die Gemeinde und der Heilige Geist kommt in völlige Harmonie. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Im Moment ist es fast so, nur der Geist spricht, komm, und die Gemeinde sagt, naja, wenn du meinst. Ist schrecklich. Ja? Und das ist ein Ausdruck unserer Lauheit, das ist ein Ausdruck unseres Diesseitsorientierten Christseins. Ja? Aber das ganze Evangelium schließt die Ewigkeit mit ein, schließt den Plan Gottes mit ein. Und ich sagte es ja schon, Jesus lehrt uns zu beten, dein Reich komme. Das heißt, Jesus, komm du. Das Reich in der Fülle wird erst kommen, wenn Jesus als König wiederkommt und regiert von Jerusalem aus diesen Planeten. Nimmst du dir manchmal Zeit, darüber nachzudenken, wie wird diese Welt aussehen, wenn Jesus wirklich regiert? Wie wird zum Beispiel das Internet aussehen? Wie sehen Gesetze aus? Wie sieht Werbung aus? Wie sieht Unterhaltung dann aus? Viele Dinge, die wir heute als normal empfinden, wird es nicht mehr geben. Es wird keine Förderung und Unterstützung von Sünde mehr geben. Und vieles andere, was wir heute in unserem Leben sehen, um uns herum, das wird es nicht mehr geben. Ja? Aber die Nationen werden kommen und werden lernen von Jesus, diesen Lebensstil der Gerechtigkeit. Weisung wird ausgehen von Zion und wir regieren mit Jesus zusammen in dieser Zeit dann, in dem, was wir das tausendjährige Reich nennen. Ja. Und natürlich, da ist jetzt die große Frage, ja, aber wann kommt er wieder? Wann kommt er wieder? Und wie hängt das zusammen mit der Entrückung? Das ist der große Streit. Und ich sage, dieser Streit müsste eigentlich gar nicht sein, wenn wir endlich mal anfangen, ins Wort zu gucken und nicht irgendwelche Romane zu lesen oder irgendwelche Filme zu gucken, wo da was von der Wiederkunft Jesu und von der Entrückung geschrieben wird. Wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, es ist eigentlich so einfach. Ich werde jetzt nicht in der Tiefe diesen Punkt behandeln, das reiße ich nur an und gebe euch Anhaltspunkte, weil das würde den Rahmen einfach sprengen und ich will noch auf einen ganz anderen wichtigen Punkt hin im Zusammenhang mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu. Und wen das interessiert, wer wirklich handfestes Material haben will, den empfehle ich dieses Buch, was das Glaubenszentrum rausgebracht hat. Keine Angst vor dem Antichristen. Argumente für die Entrückung am Ende der Trübsal. Und das ist, was die Bibel lehrt. Und das zeige ich euch jetzt. Weißt du, dass es nur 4 Schriftstellen gibt in der ganzen Bibel, die von der Entrückung reden? Das macht die Sache sehr übersichtlich. Es gibt 4 Schriftstellen. Und wenn du diese 4 Schriftstellen sorgfältig dir anschaust und mal mutig bist, alles beiseite zu lassen, was du bis jetzt gehört hast über die Entrückung vor den 7 Jahren und all diese ganzen Geschichten, schau dir diese 4 Verse an, oder diese 4, ist mehr als 4 Verse, aber 4 Schriftstellen, und denk darüber nach, frag den Heiligen Geist, guck in den Text und sag, was lese ich da? Wir müssen lernen, Fragen an den Text zu stellen. Ja? Und der Text antwortet. Ja? Und aufhören, ja, aber mein Pastor hat gesagt, mir ist egal, was dein Pastor sagt. Und dir sollte egal sein, was ich sage. Du sagst, ich schaue ins Buch. Und danach orientiere ich mich. Und das ist mein Maßstab. Aber schauen wir uns einfach diese 4 Schriftstellen mal kurz an. Und wie gesagt, die ganzen anderen Argumente, die es da gibt, ja, darauf gehen diese beiden hervorragenden Gelehrten und Männer Gottes. Michael Brown, ist euch das ein Begriff? Kennt ihr Michael Brown? Ja. Wir machen gerade ein Buch von Michael Brown, was einmal schon vor 20 Jahren herausgekommen ist, über Heiligkeit und Sieg über Sünde. Das soll im Sommer rauskommen. Geh und sündige nicht mehr. Ist jetzt vergriffen, kannst du irgendwo im Antiquariat für 80 Euro kaufen. In ein paar Wochen kannst du es umsonst Hand in Hand bekommen. So gucken wir einmal hier
als erste Schriftstelle, Matthäus 24. Bald aber nach der Drangsal, oder andere Bibeln sagen Trübsal, ja, Bedrängnis, Drangsal, Trübsal sind verschiedene Worte für dasselbe Ding. Bald aber nach der Drangsal, bitte, weißt du, was nach bedeutet? Erst kommt das und danach. Host me. Nach der Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann, was ist und dann? Nach der Drangsal. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels und zum anderen. Hier steht es ganz klar, Jesus kommt wieder am Ende der Trübsal. Und dann wird er die Heiligen versammeln. Okay, gucken wir das nächste Wort an. 2. Thessalonicher. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und bitte sei jetzt nicht böse mit mir, wenn ich sage, das ist, was die Schrift sagt und du hast es anders gelernt. Ist es in Ordnung? Guck noch mal rein in die Schrift. Das ist meine Absicht jetzt hier. Und nicht gleich, der glaubt nicht an die Entrückung vor der Trübsal. Irrlehrer, lass uns gucken, was das Wort sagt und nicht gleich immer diese Stempel verteilen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Bitte achte mal hier auf die Reihenfolge. Ich glaube, nichts im Wort Gottes ist zufällig. Es ist gegeben vom Heiligen Geist. Und wovon redet Paulus? Von der Wiederkunft Jesu und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell von einem Verständnis erschüttern oder gar im Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Der Tag des Christus, was ist der Tag des Christus? Der Tag des Christus ist der Tag seiner Wiederkunft und unserer Vereinigung. Um das geht es hier. Das ist der Tag des Christus. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der sich widersetzt und über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand oder Verehrung heißt. So, wir sehen hier, der Tag des Herrn, der Tag des Christus, das ist der Tag seiner Wiederkunft und unserer Vereinigung mit ihm. Auch wenn hier das Wort Entrückung nicht benutzt wird, aber unsere Vereinigung mit ihm, das ist die Entrückung. Okay, 1. Korinther 15. Vers 50. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wann geschieht das? Zur Zeit der letzten Posaune. Vorhin haben wir schon in Matthäus gesehen, die Wiederkunft Jesu ist kombiniert mit Posaunenschall. Hier haben wir wieder die Posaune. Und zwar redet Paulus hier von der letzten Posaune. Nun mal eine ganz einfache Frage. Wie viele Posaunen gibt es noch nach der letzten Posaune?
keine, deswegen ist es die letzte. Es macht keinen Sinn, von der letzten zu reden und sagen, ja, aber dann kommt noch einer. Dann ist das die letzte. Die letzte ist die letzte, danach kommt keine mehr. So, wo im Zusammenhang des endzeitlichen Geschehens gibt es Posaunen in der Offenbarung und wie viele sind das? 7 Posaunen. Danach kommen keine Posaune mehr. Also ist die 7. Posaune die letzte Posaune. Und dann kommen Menschen und sagen, das kann nicht sein. Paulus redet nicht von der 7. Posaune in Offenbarung. Denn, hör mal das Argument, der Korintherbrief wurde so in den 50er Jahren geschrieben. Und die Offenbarung wurde aber in den 90er Jahren geschrieben. Das heißt, es gab noch keinen Text über 7 Posaunen. Und deswegen kann Paulus ja nicht die 7. Posaune gemeint haben. Hallo, wenn du was weißt vom Dienst, was ist das für ein Argument? Völlig rational. Und die ganze Geschichte von Offenbarung und gelehrt werden durch den Geist vom Himmel, was Paulus für sich beansprucht. Er hat sein Evangelium nicht vom Menschen gelernt. Er war nicht in Bad Gandersheim auf der Bibelschule. Er hat es vom Herrn Jesus vom Himmel direkt bekommen. Frage, im Jahr 50 nach Christus wusste Jesus schon, dass es eine 7. Posaune geben wird und dass es auch ein Buch Offenbarung geben wird, in dem diese Posaunen beschrieben werden? Wusste Jesus das zu 50? Logisch. Also kann er auch davon reden, von der letzten Posaune. Und da ist kein Widerspruch und wir müssen nicht irgendwie sowas konstruieren und sagen, ja, das konnte ja Paulus gar nicht wissen, weil das ja noch nicht geschrieben war. Das wurde erst 40 Jahre später geschrieben. Was ist das für ein Argument? Das ist ein Argument von Menschen, die auf rationaler Ebene Trugschlüsse zusammenstricken und nicht damit rechnen, dass ein übernatürlicher Gott, der das Ende schon kennt und vorhersagen und beschreiben kann. Dann schauen wir uns noch eine Schriftstelle an, 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Vers 13, ich will aber, Brüder, euch nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Hier sagt er einfach die Posaune. Aber welche Posaune ist es? Aus Korinther 15 haben wir schon gelernt, das ist die letzte Posaune. Also wäre das nicht verkehrt, hier zu sagen, wenn die letzte Posaune erschallt, vom Himmel herabkommen, er wird vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt. Da haben wir dieses Wort, woraus wir dann das Substantiv Entrückung gemacht haben. Wir werden entrückt in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn. Was hat Paulus gesagt in der ersten Schriftstelle? Der Tag seiner Wiederkunft ist der Tag der Vereinigung mit ihm, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und ich würde euch dringend empfehlen, euch intensiv mit diesen 4 Schriftstellen zu beschäftigen, sie anzuschauen, immer wieder zu lesen. Sag, komm, Heiliger Geist, du bist der Autor dieses Textes. Zeige mir wirklich, was da steht. Öffne mir die Augen. Das sind die einzigen 4 Schriftstellen, die ich von der Entrückung kannte. Es gibt viele Analogien oder scheinbare Analogien, viele Hinweise, viele Schriftstellen, die man im Licht einer Pre-Trib-Entrückung interpretieren könnte. Ja, man kann sagen, ja, also in Offenbarung 4, da ist ja Johannes und der Herr sagt, komm herauf. Also das ist jetzt praktisch sein Aufsteigen in den Himmel, ist symbolisch für die Gemeinde. Das kannst du sagen, aber das kannst du vom Text nicht beweisen. Ja? Und dann sagst du, siehst du, also da sind die Sendschreiben, das ist die Gemeinde auf der Erde, in Kapitel 4, Johannes, komm herauf, er geht in den Himmel und das ist die Entrückung der Gemeinde. Das ist kein sauberes Argument. Du behauptest einfach, dass Johannes
eben diese Stimme hört, komm herauf, das ist auch der Ruf Gottes an die Gemeinde und das ist die Entrückung. Aber das sagt nicht der Text. Und so gibt es ganz, ganz viele Schriftstellen und Dinge, die herangezogen werden und wo man dann sagt, das bedeutet das. Aber Bibel wird gelesen und interpretiert vom Sicheren zum Unsicheren. Das heißt, wir schauen in jeder Sache, egal was wir jetzt, ob wir Taufe studieren oder Geistestaufe oder irgendetwas, wir gehen erst einmal aus von den Schriftstellen, die ganz klar und eindeutig von der Sache reden, die das ganz klar beschreiben und wo wir nicht irgendwie was reininterpretieren, sondern wo es klar ausgedrückt wird. Von dem gehen wir aus und schauen uns dann andere Schriftstellen an, könnten die das vielleicht noch unterstützen, auch wenn sie es nicht so deutlich sagen. Das ist seriöse Bibelarbeit, vom Sicheren zum Unsicheren. Wir fangen nicht mit dem Unsicheren an und machen eine Theorie daraus und dann ignorieren wir noch die sicheren Stellen, damit die Theorie nicht gestört wird. Das ist nicht sauber. Das ist nicht seriös. Okay, so viel sage ich zu diesem heiklen Punkt und dank sei Gott, es fängt wieder, was lange Zeit nicht so war, es fängt wieder eine Debatte an über diese Frage, ja, wann kommt denn Jesus wieder? Und ist es so, dass vor den letzten 7 Jahren, vor der großen Trübsal, Jesus uns hier rausholt? Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn wir glauben, bevor es hier richtig eng wird, kommt Jesus und holt uns raus. Welche Motivation werden wir haben, uns vorzubereiten? Wir ruhen uns aus. Gott ist gut. Gott will nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert. Er will nicht, dass wir durch die Trübsal gehen. Und wenn es hier anfängt, er wird uns holen, weil das ist die Liebe Gottes. Und was ist mit den Menschen, die heute verfolgt werden, im Sudan oder in China oder in arabischen Ländern? Ist Gott da nicht gut oder was? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus unserer westlichen Wohlstandsbrille eine Theologie machen und wir definieren dann, wie die Güte Gottes aussieht. Märtyrer hat es durch die Kirchengeschichte gegeben und die wird es besonders am Ende geben. Und wir können nicht sagen, ja, Gott ist gut und er wird uns bewahren. Nein, er rüstet uns aus, kompromisslos zu sein, unseren Weg bis zu Ende zu gehen, was immer das für uns konkret bedeutet. Das ist ganz, ganz wichtig. So unsere Theologie wird unsere Erwartung und unsere Gebete vor allen Dingen prägen. Und wie gesagt, ich empfehle das dringend, dass ihr dieses etwas dickere Buch von Michael Brown und Craig Keener, dass ihr das studiert. Gibt es hier im Büchertisch und vielleicht gibt es sogar einen Studentenrabatt, keine Ahnung. Und da werden alle Argumente, die es so gibt, es gibt ja viele Debatten und so über den Zeitpunkt der Entrückung. Und all die Argumente, die da vorgebracht werden, kommen in diesem wunderbaren Buch vor und werden biblisch beantwortet. Aber ich will jetzt noch zu einem ganz anderen wichtigen Punkt kommen im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Und ich will versuchen, diese Frage zu beantworten, die viele sich gar nicht stellen. Woran liegt es denn eigentlich, dass die Erwartung der Wiederkunft Jesu so schwach ausgeprägt ist? Warum ist das nicht ein Thema? Warum wird das in vielen Gemeinden überhaupt nicht erwähnt? Warum ist es nicht etwas, was betont wird in den Liedern, in den Gebeten, in den Gesprächen? Warum ist das so? Woran liegt das? Das hat wieder mit der mangelnden oder falschen Erkenntnis Gottes zusammen, mit dem falschen Gottesbild. Da gibt es einen wesentlichen Aspekt des Charakters Gottes, der heute massiv unterrepräsentiert ist in der westlichen Welt. Und das ist, Gott ist ein Gott des Rechts. Gott ist ein Gott des Rechts. Und der einzige Grund, warum er wiederkommt, ist, um hier auf Erden sein Recht aufzurichten. Darum kommt Jesus wieder. Er kommt nicht hier, um uns schön zu machen oder um uns vor schlimmen Zeiten zu bewahren, sondern er kommt hierher, um hier sein Reich aufzurichten. 2. Petrus 3, 13, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Und jetzt kommt's, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Auf dieser Erde
gibt es zunehmend weniger Recht und Gerechtigkeit. Und gerade in den letzten wenigen Jahren haben wir weltweit einen Shift durchgemacht. Und Dinge, die vorher überhaupt nicht toleriert wurden, werden heute toleriert. Ich sagte es schon, Politiker können des platten Lügens überführt werden, aber sehen keine Veranlassung, zurückzutreten. Das war noch vor 30, 40, 50 Jahren vollkommen anders. Da wurden Politiker überführt des Lügens. Da war ein Minister, der hat Steuerbetrug begangen, der musste sofort abtreten. Heute gibt es Leute, die können Plagiate machen, die können lügen, die können heute erzählen, ich habe schon immer das gesagt, obwohl du es lauter Zitate hast, dass sie das nie gesagt haben, sondern das Gegenteil gesagt haben. Das interessiert niemanden. Es hat keine Konsequenzen mehr. Dieses Rechtsempfinden hat erheblichen Schaden genommen. Und das ist dieser Trend, den Jesus gesagt hat, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und wir gewöhnen uns an etwas. Da kann ein Präsident in den USA platt lügen und sagen, mit dieser als Praktikantin habe ich keinen Sex gehabt. Und dann wird er überführt und es gibt Beweise, er hat Sex gehabt. Und dann gibt es 3 Monate später eine Umfrage und dann heißt es, ja, Clinton war ein guter Präsident. Also man kann ein Volk belügen und ist immer noch ein guter Präsident. Der Maßstab sinkt und sinkt und sinkt. Und seit Clinton ist viel passiert und besonders in den letzten wenigen Jahren diese ganze Idee mit den alternativen Fakten und was da alles erzählt wird. Alternative Fakten hat man früher Lügen genannt. Ja? Heute sind das Fakten, das sind nur Alternative, die sind ein bisschen anders, aus einem anderen Blickwinkel. Ja? Wir leben in dramatischen Zeiten. Und in diesem neuen Reich, das er aufrichten wird, wird Gerechtigkeit wohnen. Und wir müssen den Gott des Rechts und der Gerechtigkeit kennenlernen. Und ich hatte schon die Schriftstelle erwähnt, Hebräer 1, Vers 9, aber die kommt jetzt hier wieder. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit oder Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat Gott dich, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt. Das ist übrigens eine der vielen Schriftstellen, die Jesus als Gott bezeichnet. Auch das ist eine Debatte heutzutage, die sogar von Christen geführt wird, die sagen, nein, Jesus war Gottes Sohn, Jesus ist nicht Gott. Ja, das ist eine von etlichen Schriftstellen, die ganz klar sagen, Jesus ist Gott. Hier wird ein Psalm zitiert und darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes unter der Leitung des Heiligen Geistes sagt, das bezieht sich auf Jesus. So, wenn der Heilige Geist sagt, dieser Psalm handelt von Jesus, dann handelt dieser Psalm von Jesus. Punkt, fertig, aus. Weil er ist Gott, er ist die Wahrheit und er hat das Wort gegeben. Jesaja 61 gesagt, denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse Raub mitsamt dem Unrecht. Psalm 33, Vers 5, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Von Jesus heißt es aus Jesaja 42, 1 bis 4 und dann wird es auch zitiert in Matthäus 12, er wird nicht ermatten noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat, gegründet hat, heißt es hier. Und die Inseln werden auf seine Lehren harren. Jesus kommt wieder, um sein Reich aufzurichten und seine Ordnung aufzurichten. Und wenn wir den Charakter Jesu kennenlernen, dann können wir uns ausmalen, wie diese zukünftige Welt, dieses Reich Gottes auf Erden, wie das aussieht und was der Unterschied sein wird zu ihm. Und wir können uns fragen, was wird dann wohl in der Tagesschau gesendet werden? Und wird es noch möglich sein, platte Verdrehung und Lügen nationalweit auszustrahlen und die Leute glauben zu machen, das ist die Wahrheit? Unmöglich. Er richtet sein Recht auf. Halleluja, ist das nicht eine wunderbare Perspektive? Und all die, Jesus sagt, Paulus sagt es, er wird die verderben, die die Erde verderben. Gott ist ein Rächer. Gott wird zur Rechenschaft ziehen. Das ist der große Trost. Viel Unrecht müssen wir heute hinnehmen und können nichts dagegen tun, außer beten. Aber wir können wissen, eines Tages wird Unrecht geahndet werden. Eines Tages wird es den Punkt geben, wo die Bösewichte zur Verantwortung gezogen werden. Das Böse behält nicht das letzte Wort. Das ist enormer Trost.
Und das ist in allen Ländern, auch im Ostblock damals, in kommunistischen Zeichen, der Trost der Menschen gewesen. Eines Tages werden solche Regierungen zur Rechenschaft gezogen werden. Gott kommt nicht zu spät, er kommt zur richtigen Zeit. Er wird niemals Unrecht irgendwie akzeptieren, sondern er wird gerechte Strafe geben. Halleluja. Und deswegen heißt es auch im persönlichen Unrecht, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem, der gesagt hat, er wird vergelten. Die Rache ist mein. Eine Schriftstelle, die viele Christen nicht kennen. Gott spricht von Rache, nein, Vergebung, Versöhnung, Liebe. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Halleluja. Und das ist gut und das hilft dir zu vergeben. Du musst nicht dich selber rächen und du musst nicht innerlich irgendwie grollen und denken, die Person, die mir so weh getan hat, die muss jetzt auf Knien gekrochen kommen. Nein, du kannst das loslassen. Gott wird vergelten. Gott wird Recht schaffen zu seiner Zeit. Und du kannst im Frieden bleiben und denkst nicht, dein Frieden kommt erst, wenn die Rache vollzogen ist. Nein, dein Frieden ist jetzt und überlässt es Gott. Rächt euch nicht selbst. Weil Gott hat gesagt, er wird vergelten. Die Rache ist sein. Es gibt viele, viele weitere Schriftstellen. Hier habe ich in meinem Konzept nochmal 3, 4 weitere Schriftstellen. Das ist noch bei weitem nicht alles, die von der einen Sache immer reden. Gott ist ein Gott des Rechts. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Von Jesus heißt es, Psalm 45, gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Majestät und deine Pracht. Sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Das bezieht sich auf Jesus. So, Jesus ist an einem Feldzug und wenn er wiederkommen wird, er richtet, sagt Offenbarung 19, Vers 11, er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Jesus ist kein Pazifist. Das hat die evangelische Kirche erfunden, das ist nicht Bibel. Jesus wird Krieg führen, so es gibt einen gerechten Krieg, mindestens einen und den führt Jesus und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Halleluja, das ist doch wunderbar. Und das ist auch ein Test, wie viel Humanismus noch in dir steckt, wenn du sagst, naja, aber Krieg ist Krieg und das ist nicht gut. Doch der Krieg, der die Sünde beendet, ist ein heiliger Krieg und das ist ein guter Krieg und den werden nicht wir führen, den wird Jesus führen. Halleluja. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des Charakters Gottes, dass er ein Gott des Rechts ist. Und weil wir diesen Gott des Rechts so wenig kennen, deswegen gibt es so viele Kompromisse in so vielen Streitfragen, in so vielen Missbrauchsgeschichten. Ihr Lieben, Vertuschung von Missbrauch ist nicht nur ein Problem der katholischen Kirche. So etwas findet auch in anderen Kreisen statt. Ja, wo man sagt, nein, der hat ja schon Buße getan, ist gut, das muss jetzt nicht an die große Glocke gehangen werden. Gott ist ein Gott des Rechts und er will, dass wir Recht sprechen. Und er will, dass wir kämpfen im Gebet für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Und hier ist eine Schriftstelle, Prediger 4. Ich wandte mich um und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalttat aus und sie hatten keinen Tröster. Das wäre nicht verkehrt, sich mal hinzusetzen und Gedanken zu machen über das Schicksal von Kindersoldaten. Vor einigen wenigen Tagen gab es wieder einen Bericht darüber und Kinder, 12-Jährige, haben berichtet, was sie für grausame Dinge erlebt und erlitten haben und wie sie missbraucht worden sind, dort um die zerfetzten Leichen zusammenzusammeln und all diese Dinge. Was macht das mit einer Kinderseele? Und denk an all die, die versklavt werden in Kinderarbeit, die versklavt sind in pädophilen Ringe. All diese schrecklichen Dinge geschehen.
Und die Gemeinde ist so unbeteiligt. Es gibt so wenig Gebet für so etwas, also dass Gott Gerechtigkeit wieder aufrichten soll. Weil uns das nicht so interessiert, wie das Gott interessiert. Gott möchte auf dieser Erde handeln und er muss durch die Gemeinde handeln. Und wenn die Gemeinde schläft und sie kümmert sich um ihre schönen Gottesdienste und um ihr schönes Gebäude, dann ist die Gemeinde nicht ein Werkzeug in der Hand Gottes. Was für ein strahlendes, motivierendes Gegenbeispiel ist unser geschätzter William Wilberforce. Weiß jemand, wer das ist? Wer kennt vom Namen her William Wilberforce? Hey, das sind drei Leute, und der eine ist ja gar kein Bibelschüler. Das sind drei Leute von 70 oder wie viel? Er war ein Mann Gottes und er hat gewusst, sein Platz ist im britischen Parlament als Politiker. Und er hat sein Leben lang gekämpft gegen Sklaverei, weil er eine Begegnung mit Gott hatte und weil er verstanden hat, wie unerträglich dieser Zustand ist, dass die weiße Rasse sich anmaßt, die Schwarzen aus Afrika zu versklaven und zu verschicken in die Karibik und nach Amerika, um dort eben billige Arbeitskräfte zu sein. Und er hat gesagt, ich gebe mein Leben, um dafür zu kämpfen. Und hat sein ganzes Leben gekämpft. Und zum Schluss hat er gesiegt. Und das britische Parlament hat dafür gestimmt, dass Sklaverei jetzt als illegal deklariert wird. Und das war der Anfang, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Erst in England und dann auch in Amerika. Und hör mal, was er sagt. Und da siehst du, das ist Gott gewesen. Niemand sonst. Das ist, was er gesagt hat vor dem britischen Unterhaus. Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen. Ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Was für ein Statement, was für ein Glaube, was für ein Mann, der sein Leben gibt für ein Projekt und Jahrzehnte kämpft und Gott ist mit ihm und er siegt und dieser Sklavenhandel wird dann endlich geächtet und für illegal gehandelt. Wo hatte das her? Er hat den Gott der Gerechtigkeit kennengelernt. Er hatte eine Begegnung mit dem Gott, der Unrecht und Ausbeutung und Unterdrückung hasst. Und der Eifer Gottes nahm Wohnung in ihm und hat ihn verzehrt und hat gesagt, dafür gebe ich mein Leben. Und allein die Tatsache, dass in unseren Gemeinden solche Glaubenshelden noch nicht mal erwähnt werden, von 70 Leuten, die sagen, ich bin heiß, ich liebe Jesus, ich will das Reich Gottes bauen, zwei kennen William Wilberforce. Und es gibt andere Figuren in der Geschichte. Ja. Warum wurde in deiner Gemeinde das nicht erzählt? Warum wurde nicht gepredigt? Warum wurde nicht gesagt, Leute, wozu ruft Gott dich? Und wann willst du den Gott der Gerechtigkeit kennenlernen und von ihm etwas ins Herz bekommen, dass du ein Kämpfer für Wahrheit und für Gerechtigkeit wirst? Weil die Gemeinden sich mit was anderem interessieren, als für Wahrheit und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Deswegen wurde dir das nicht erzählt. Oder? Weißt du andere Gründe? Man hat andere Interessen. Wir sind weit weg von Gott. Aber wir lernen ihn kennen und das, was ihn motiviert, das wird auch uns prägen und wird uns bestimmen. Halleluja. Und das Leben der Gemeinden zeigt einfach, dass wir diesen Gott nicht wirklich kennen. In Amerika, in manchen Bereichen, ist man ein bisschen weiter. Nehmen wir nur so ein Beispiel. Da ist ein Mann Gottes, wo es über Jahre, der sowieso schon erstmal fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, inmitten einer sogenannten Erweckung verlässt er seine Frau, seine Teenagerkinder, heiratet eine Mitarbeiterin oder brennt erst mit ihr durch und dann heiratet er die. Und dann geht aber der Dienst weiter. Und es gibt jahrelang Beschwerden von Übergriffen, von unangemessenem Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht und Sexismus und alles Mögliche. Und dann
beschließen Leiter im Land. Wir machen ein Gremium. Und Michael Brown kriegt den Auftrag, 12 Männer Gottes von gutem Ruf zusammenzustellen. Und die beschäftigen sich, die fragen, die interviewen Zeugen, die schreiben alles auf, die sammeln das Material und bewerten den Dienst von diesem Mann Gottes und geben ein Statement raus und sagen, aufgrund dieser Dinge ist dieser Mann nicht tauglich zum Dienst. Wow. Da haben welche für Gerechtigkeit gekämpft und haben dafür gesorgt, dass das Volk Gottes nicht diesem Scharlatan anheimfällt. Das haben sie nicht gemacht aus Ärger über diesen vermeintlichen Mann Gottes, sondern aus Schutz für die Herde. So etwas wäre in Deutschland völlig undenkbar. Wir sind immer noch in dem Ding, wir dürfen doch nicht Schlechtes sagen über den Mann Gottes. Wir dürfen doch nicht richten. Sie haben gerichtet. Und Jesus hat nicht nur gesagt, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst, sondern derselbe Jesus hat gesagt, richtet ein gerechtes Gericht. Und der Textzusammenhang redet davon, den Dienst mit den Augen Gottes zu beurteilen. Und wir sind immer noch in diesem sentimentalen Zeug irgendwie drin, weil wir nicht den ganzen Jesus kennen. Und deswegen würde so etwas zurzeit in Deutschland völlig unmöglich sein. Dass Männer Gottes sich zusammentun, schauen die Fakten an und geben ein Votum ab, schriftlich im Internet, was jeder lesen kann. Und wer dann noch sagt, ich hänge mich an diesen Anführungsstrichen Mann Gottes, der ist dann selber schuld. Aber er wurde gewarnt. Und alle anderen, die sagen, das sind honorige Männer Gottes, wenn die das untersucht haben und wenn die sagen, das ist nicht sauber und das ist gefährlich und da passieren viele unreine Dinge, ich halte mich davon fern. Ich glaube lieber diesen 12 honorigen Männern Gottes, als diesem einen, der sagt, das ist alles nicht wahr und das ist eine Kampagne gegen mich und mir wird Unrecht getan. Wie Leute das immer tun. Ja? Jeder Politiker macht das so. Ja? Es ist eine Kampagne gegen mich. Es geht da nicht mehr um die Fakten, sondern es geht um den Vorwurf, das ist nur eine Kampagne gegen mich. So, die sind ein Stückchen weiter und die kennen den Gott der Gerechtigkeit. Und das hat Konsequenzen. Wie wir Gemeinde leben, wie wir Gemeindezucht ausüben, wie wir uns positionieren zu Diensten. Ja, das ist, warum Ephesus gesagt hat, das sind falsche Apostel und wir trennen uns davon. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Wenn das einer in Deutschland tun würde, der würde ausgebuht werden wegen Lieblosigkeit. Wir sind so in einer sentimentalen Liebe verhaftet. Ja? Wir sind weit weg davon, den Gott des Rechts wirklich zu kennen. Und das wird sich ändern, weil mehr und mehr Leute verstehen. Veränderung kommt nur, wenn ich Gott sehe in der ganzen Breite, wie die Schrift ihn darstellt. Ja? Und das hat Konsequenzen. Und es werden in der Gemeinde aufgrund dieser Verkündigung dann Gott zu sehen als den, der Recht liebt und Gesetzlosigkeit hasst, werden Kämpfe aufstehen für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Ähnlich wie Wilberforce. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und das wird kommen. Und wir sehen, bevor Jesus wiederkommt, was wird passieren? Elia kommt wieder. Und was hat Elia gemacht? Buße gepredigt. Und hat die Menschen, die weg waren vom Herrn, zurückgerufen zu Gott, zurück zum Herzen Gottes. Wenn Gott Gott ist, dann kommt hier rüber. Und ich glaube, es wird eine neue Generation von Gläubigen geben, die in der Kraft und im Geist und im Eifer des Elia durch die Gemeinden fegen werden. Und die werden ein heiliges Chaos anrichten. Und die werden von einigen bejubelt werden und von anderen geächtet werden und verachtet werden und rausgeschmissen werden. Aber Gott wird rausholen aus der Gemeinde, die noch einen Sinn für ihn haben. Und der Ruf wird ergehen, raus aus Babylon, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Man kann mit den besten Absichten in einem Babylon-System sein. Wenn du drin bleibst, du wirst das Gericht Gottes mitbekommen. Das ist, was diese Schriftstelle sagt. Raus aus Babylon, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Da kann jemand sagen, ja, ich bin in der katholischen Kirche, im Herzen bin ich nicht mehr katholisch, aber ich bin in der katholischen Kirche, um die Menschen rauszuretten und das wahre Evangelium zu verkündigen. Ich sage, dazu musst du nicht drin sein. Und wie willst du das überhaupt machen? Du verkündigst den Leuten, die Babytaufe ist ein Betrug, du hast dich bekehrt, du musst dich taufen lassen. Das Erste, was der Neubekehrte sagt, und bist du schon getauft? Und dann bricht sein ganzes Ding zusammen. Wir können noch nicht Dinge verlangen von den anderen, die wir selber nicht tun. Ja? Wir können nicht Teil von einem Hurensystem sein und sagen, das ist Hurensystem, du musst raus. Ja, und was ist mit dir? Hallo?
Da ist so viel Unechtheit. Und das wird sich klären, wenn wir den Gott der Gerechtigkeit kennenlernen. Und wir werden Kämpfer werden. Wir sind ja Nachahmer von Jesus. Wenn er für die Sache der Wahrheit und der Demut und der Sanftmut kämpft, dann wir auch. Wir sind seine Nachahmer. So möge der Heilige Geist kommen und uns diesen Jesus zeigen mit einem Eifer für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Und das wird uns verändern und wir werden Kämpfer werden. Halleluja, wir werden Siege erreichen und wir werden sehen, dass ein Reich gebaut wird ohne Kompromisse und ohne dieses ganze Wischiwaschi. Halleluja, es sind herrliche Zeiten vor uns. Die Gemeinde wird eine Transformation erleben, die es seit der Reformation nicht gegeben hat. Und das ist in Vorbereitung. Und wir sprechen uns in 10 Jahren wieder und sagst, damals hast du davon gesprochen, jetzt sehen wir es. Es wird kommen, erleben. Jesus kommt und schafft Recht und Gerechtigkeit. Halleluja, die Zeit ist um, aber wir haben noch Zeit für ein Gebet. Herr Jesus, wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist. Wir wollen erkennen, was auf deinem Herzen ist. Wir wollen dir so nah sein, dass wir bewegt werden von dem, was dich bewegt. Dass wir nicht mehr vom Geist dieser Welt, vom Geist der seichten Unterhaltung gefüllt und bewegt werden, sondern von deinem Heiligen Geist, der uns Eifer gibt für heilige Dinge, für Wahrheit und Gerechtigkeit. So komm, Heiliger Geist, berühre uns, öffne unsere trüben Augen, lass uns klar sehen das helle Licht des Evangeliums, lass uns Jesus sehen als den Kämpfer für Wahrheit und für Gerechtigkeit und dass wir unsere Kompromisse und Menschenfurcht hinter uns lassen und wir erheben unsere Stimme für Wahrheit und für Gerechtigkeit und machen Bahn für den König. Und Heiliger Geist, lege den Schrei nach der Wiederkunft unseres Königs in unsere Herzen, dass unsere Gebete das wieder klingen lassen. Komm, Herr Jesus, komm, komme bald. Und wir danken dir für ein tiefes Werk an unserem Herzen. Amen. Amen. Amen.